Wir sind heute im McCain Store in Wien, in der Wiener Innenstadt, in der Walburggasse. Und heute findet der Styling Day von McCain und der Zeitschrift Woman statt. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar wir haben unser 10-jähriges Jubiläum hier in dem Store und daraufhin haben wir 10 Gewinnerinnen von der Zeitschrift Woman eingeladen. Das Motto ist Look Like a Star und wir haben 5 Woman-Leserinnen hier, die jeweils ihre beste Freundin mitgenommen haben und sie werden einen Tag lang von uns verwöhnt, das heißt sie werden professionell geschminkt. Ich mache eine Stylingberatung mit jeder der Damen und am Ende gibt es ein kleines Goodie für die Gewinnerinnen. Fühlst du dich jetzt schon wie ein Star? Mega Star! Also das ist ja nichts Alltägliches, was wir hier erleben. Und wenn man dann auf die Straße geht und der Fotograf begleitet einen und gibt dann Anweisungen und überhaupt auch, wenn man eingekleidet wird, das ist was Besonderes. Und wenn man so toll hergerichtet wird und vor allem kann man sich dann wirklich alles aussuchen aus der Kollektion, was man jetzt wirklich tragen möchte. Und einfach das ein Fotoshooting, das ist nichts Alltägliches, man wird nicht jeden Tag interviewt. Und ja, auf High Heels laufe ich auch nicht jetzt jeden Tag herum, deswegen man fühlt sich dann schon wie ein Star. Die McCain-Kundin, die ist offen, neugierig, sie lebt heute und das ist eigentlich genau das, was eigentlich auch die Woman-Leserin ist. Es gibt sehr viele Trends, so wie jede Saison. Drei sehr wichtige Trends, würde ich sagen, sind einmal Pastellfarben, also sehr viel rosa, hellblau, mintgrün, sieht man auch sehr schön bei der McCain-Kollektion. Ein anderer großer Trend ist der Boho-Style, das heißt Fransentaschen, Stiefel, Bohemienkleider, also so ein bisschen im Hippie-Stil, Ponchos. Und ein dritter sehr großer Trend ist auch ein Retro-Revival der 60er und 70er Jahre. Die Herbstwinterkollektion 2015-2016 ist eine Hommage an die 60er Jahre. Die Swinging 60s, die werden innovativ umgesetzt und mit Bohemien Einflüssen und mit einem Touch Natur in einen modernen Stil interpretiert. Ich glaube, dass da einfach alle was finden. Also ob man jetzt jünger ist oder älter, ob man es klassisch mag oder eher sagt, man ist irgendwie trendbewusst und möchte sich doch eher flippiger anziehen, eher hippere Sachen oder man sagt, ich möchte einfach ein Business-Outfit, was sehr klassisch ist, was zeitlos ist, was für immer in meinem Kasten hängen kann. Mein Lieblingsteil ist der Katie Holmes Mantel. Also wir nennen ihn Katie Holmes Mantel. Das ist ein bodenlanger, grauer Fließmantel, den eben Katie Holmes in unserer Modenschau in Berliner Fashion Week getragen hat. Und das ist so mein Highlight-Piece aus der kommenden Kollektion.